Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und heute sind wir im siebten Himmel, denn wir machen heute die Quest im siebten Himmel, ja, logisch. Wie ich mich ins Badehaus aufmachte, um Herrn Hans Capon zu treffen und was uns dort widerfuhr. Okay, da passiert anscheinend noch ein bisschen mehr. Naja, jedenfalls, ich versprach Herrn Hans im Rattaya Badehaus zu ihm zu stoßen. Ich muss eine Weile warten. Und ihm Zeit geben, damit er eine der Zuberdirnen näher kennenlernen kann. Also, er möchte gerne die inneren Werte kennenlernen, ne? Ich sagte, komm später. Herr Hans, rede Ich mit mir. sagte, komm später. Beginnen? Hörst du mich oder hast du Wasser Was? in den Ohren? Oh nein, ich hab einen Bug. Oh, okay. Hat er einfach zugemacht. Kann ich da nicht einbrechen und zu gucken? Haben die hier ein Fenster? Oh, ich kann mich waschen. Ein Haus ohne Fenster, also schämt euch. Ist doch voll der Kapuff jetzt. Oh, was war das denn? Da redet irgendeiner. Verdammt. Ich muss hier erstmal rauskommen. Ich weiß nicht mehr, wie man springt. Okay. Herr Capon? Ich bin beschäftigt. Komm wieder, wenn es dunkel ist. Ich will dich aber belästigen. Ich will dich belästigen. Siehst du denn nicht, ne? Och, welche liebreizende kleine Muschi. Danke, möchtest du sie streicheln? Ach du Scheiße. Aber bin ja genau rechtzeitig gekommen, wa? Herr? Ja? Was ist denn? Herr, ich bin's, Heinrich. Hör mal, Heinrich. Ich bin beschäftigt. Komm wieder, wenn es dunkel ist. Oh, also wirklich, Herr. Was steht da gerade mit Tierchen? Ah. Ich will ihn doch belästigen. Na gut, warten wir, bis es dunkel ist. So, ist dunkel. Ich bemerke gerade, dass Streamlabs OBS keinen Timer hat. Gut, ich gucke mal auf die Uhr. Das ist ja dämlich, hä? So, das ist wie kein Timer, egal. Er ist tot. Oh mein Gott, er ist bestimmt tot. Nee, doch nicht. Benötigst du etwas? Wie kann ich dienen, Herr? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Schon wieder? Schon wieder? Hüte deine Zunge, Bauer. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Hörte sich aber nicht so an. Dann ziehe ich sie aus. Tja, dann ziehe ich ja alles aus, was? Großer Gott! Das willst du einer zarten Blume antun? Die ich übrigens bezahle. Also gut, du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. Okay. Sicher doch, warum nicht? Ich habe gezinkte Würfel. Sollen wir würfeln? Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Ah, dann zeig mal, wie gut du bist. Möge Gott über dich. Okay, Leute, ich habe gezinkte Würfel. Drei Stück. Habe ich jetzt alle drei ausgewählt? Keine Ahnung. Anscheinend ja, okay. So, sie sehen auch gar nicht auffällig aus. Ich erkenne da nichts.
Ist das eine 5? Oh mein Gott! Pause! Verdammt! Okay. Kann ich meinen Monitor heller stellen? Moment. Ich erkenne da nix. WTF. Kein Wunder, dass er verloren hat. Wenn er auch gezinkte Würfel hat. Okay, heller geht nicht. Oh doch, doch, Helligkeit. Ich habe Kontrast eingestellt. Ja, aber da fehlen nur 3 Punkte bei Helligkeit. Ich meine, das würde jetzt nicht so viel ausmachen, glaube ich, oder? Nee. Fuck. Das ist ja eine Cheaterin. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob das dafür... Okay. Wir und... Ist das eine 2? Ich glaube, das ist eine 2. Das ist eine 3. Okay, jetzt erkenne ich es ein bisschen besser, weil das Licht gerade besser wurde. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es funktioniert. Also, willst du dem Glücksspiel frönen, kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfelspiel Frankel versuchen. Ziel des Spiels für 2 Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 oder 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt: 1 Punkt ist 100 wert, 1 ist 100 wert, 5 ist 50 wert, 3 gleiche Augen sind 100 Punkte, multipliziert mit den Augenwert, beispielsweise 444 ist 400 Punkte wert, 111 ist 1000 Punkte wert, 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl, für 3 gleiche Augen wert, also 4 mal die 4 ist 800 Punkte wert, 5 mal die 4 ist 1600 Punkte wert und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, wir haben hier eine 5 und eine 1. Okay. Nehmen wir die hier weg. Punkten und fortfahren, ne? So, wir haben hier eine 1. Ich glaube, das ist auch eine 1. Und das ist auch eine 1. Ja, Punkt und fortfahren. Oh, eine 5. Nice. Ich habe noch keine Würfel mehr. Habe ich jetzt von vorne angefangen? Oh mein Gott, ich habe von vorne angefangen. Oh mein Gott. Jetzt kann ich mich hier nochmal durchquälen. Ah. Da ist eine 6. So, 3 Einsen haben wir schon mal. Eine 1, so. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du auch die anderen Würfel nutzen würdest. Huh. Wieso habe ich nur 100? Ich habe 4 Einsen. Ich habe 4. Waren das keine Einsen? Mal sehen. Die cheatet doch. Jetzt wird's was. Aber die macht ja jetzt auch noch eine 2. Runde. Kein Glück heute. Hat sie sich jetzt ausgezogen? Ich weiß es nicht. 5, 1, 1. Eins, fünf. Und 1. Punkten und passen. Komm, die kann doch nicht gewinnen gegen 3 gezinkte Würfel. Ich brauche 6 gezinkte Würfel, ganz ehrlich. 6 Stück. Da war doch noch ein Fünfer. Wieso hat sie die anderen Fünfer genommen? Oder sammelt sie Einsen? Ist natürlich auch nicht schlecht, Einsen zu sammeln, ne? Okay, noch liege ich in Führung. Okay.
Eins, ich glaube, das sind Dreier, das ist eine Sechs, noch eine Sechs. Okay, nehmen wir die Eins erstmal. Einsatz zusammen ist natürlich noch geiler. Aber wenn ich mir so angucke, ich glaube, das ist eine 4, ne? Oder ist das eine 5? Ne, es kann gar keine 4 sein. Das ist ein gezinkter Würfel für ungerade Zahlen. Aber weißt du was, ich mach mal weiter. Ich weiß nicht, ob das andere eine 1 war. Ich kann es einfach nicht erkennen bei diesem Scheißlicht. Ja gut, ich nehme die 5. Komm schon, Einser. Okay. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du auch die anderen Dreck. Würfel nutzen würdest. Halt's Maul, Kleiner. Du hast doch verloren, weißt du? Was? Vorbei. Der schießt ja doch. Okay, so viel kann ich nicht mitnehmen. Machen wir das erstmal so. Wobei wir können hier sowieso keine Sechser mehr bekommen, ne? Machen wir das so. Punkt und fortfahren. Komm schon. Okay, ich nehme die 5 und passe. Ich führe. Bist du? The fuck? Da hast du aber nicht gerade einen guten Start erwischt. Willst du mich verarschen oder was? Hat sie einfach in der ersten Runde, ja, ich mache mal ein paar Einser raus, ne? War das eine Mal keine Eins von mir? Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte verdammt die Helligkeit einstellen sollen. Nee, geht ja gar nicht. Oh, ich sehe Einser. Eins, eins, eins. Oh, ich dachte noch fünf war. Sieh an, endlich ernsthafte Konkurrenten. Du weißt, ich ließ dich gewinnen, ja? toll, die Mütze ausgezogen. The fuck? Okay. Ich sehe hier eine 5 und da eine 5. Das heißt 0 Punkte. Und sind das 0 Punkte? Das ist schon mal 400. Besser als gar nichts. Ich erkenne das hier nicht. Nehmen wir die 5 hier mit. Was hast du? Gott, ich kann nicht hinsehen. Ah, Bullshit, ey. Oh, sie sammelt Einser. Das war's. Komm schon, kein Glück. Kein Glück. Oh nein! Bin fertig. Okay, kein Problem. Ich mach dich jetzt kaputt, Mädel. Ich mach dich kaputt. Hier nehme ich eine 5, da eine 5 und da eine 5. Und ich kriege dafür, ich dachte, 5er geben Punkte. Scheint nur eine 5. Ja, ich muss aber irgendwas setzen, um fortzufahren. Ach, jetzt plötzlich. Boom! Nein, ich würfel einfach nochmal. Scheiße. Ich kann theoretisch weiter würfeln, ja. Das ist, wenn ich die Sechser hier nehme. Ja, Punkt nun passen. 2056. Bitch! Genau so! Zeig's ihr, Heinrich! Ich glaube eher, ich bin dran mit dem Herzeigen. Lala! Wollt's nicht irgendwie. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich frei. Oh, los! Ich hab gewonnen! Heißt, sie zieht die Mütze aus und sagt, ja, ich habe mich ausgezogen. Es ist klar, ist klar. Ich könnte auch ein Bad vertragen. Sind Sie blank und hüpf rein? Okay. Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Mit deiner Kleidung in der Zuber steigen. Ich dachte, die wollte sich ausziehen. Wozu habe ich denn gespielt? Verarschen. Kann ich mich alleine, ey.
Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Ich bin ausgezogen. Scheiße. Ah, tut das gut. Gibt es einen Grund, weshalb du noch bekleidet bist? Oder hast du da unten vielleicht ein Möschen, das du versteckst? Oh, sehr Gott, das ist ein Badehaus und keine Wäscherei. Oh. Ups. Scheiße. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink. Ich besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Er sehe ich nach. Da sage ich nicht nein. Her damit. So ist recht. So erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich. Wie sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Du wirst alles im Auge behalten, oder? Da ist ja kaum Wasser drin. WTF? Wieso steige ich jetzt aus? Hast du was zu trinken, oder was? Lebe wohl. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Also wirklich, was für eine Ausdrucksweise. Clara, Liebste, du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Das liegt ja am Herzen. Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber trinke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Na gut. Na gut. Was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich hätte eine Frage zu dem Wein. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Wenn Sie mich einlassen, verriegelte Türen, welchen Wein werden Sie mich reinlassen? Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja, nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Aha. Da drückt der Schuh, ja. Na gut. Also gut. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Auf bald. Okay, aber ich bin ja sowieso ein Assassine, von daher. YOLO. So, okay. Nur um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Wir haben im Strip-Poker gewonnen. Oder ne, mit Strip-Poker ist es vielleicht nicht. Ich stecke euch mein Pferd. Ach, das ist mein Pferd. Toll, das steht auch noch nie im Weg. Ich habe im Strip-Poker gewonnen. Und dann... Warum? Verstehe ich nicht. Warum da hat sie sich nicht ausgezogen? Ich habe mir voll Mühe gegeben. Ich wette, jeder hat sich Mühe gegeben. Und da ist dabei nichts passiert. Ich enttäusche hier meine Zuschauer. Dabei steht im Titel irgendwie Strip-Würfeln für Fortgeschrittene. Irgendwie so. So. Dann wollen wir mal. Das Rathaus befindet sich hier irgendwo, ne? Ja. Ich hab nichts gemacht. Oh mein Gott, hier sieht man ja gar nichts. Okay, wir gehen direkt hier rein. Sehr schwer, ist klar. Sehr schwer. Ich hätte noch einen Schlüssel fragen sollen, ne? Ne, das ist nur der Zauberfuzzi. Aber es gab doch noch eine andere Tür. Man sieht die nur nicht.
Irgendwo hier. Muss man mal eine Fackel rausholen, warte. Maus? Ach, da, gut. So. Huch. Oder gab es doch keine andere Tür? Ich hätte schwören können, es gibt noch eine andere Tür. Aha, vorne, stimmt, aber da sind zu viele Wachen. Na gut, dann. Huch. Na gut, aber ich muss die Fackel ausmachen. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Ja, gut, das können wir vergessen. Komme ich denn da jetzt rein? Irgendwie buggt hier das Interface. Sehr schwer. Alter, Interface. Oh. Ah. Blöchen. Wieso stand er gerade sehr schwer? Kannst du mal aufhören zu buggen? Ich muss gleich das Spiel mal neu starten. Schloss knacken sehr schwer, die Tür ist offen. Ich werde sie jetzt nicht schließen, dann ist die Quest vergackt. So, ich muss in den Keller kommen, ne? Ich brauche wie Katzenaugen. Ich glaube, hier ging es runter, ja. Oh, privat. Okay, hier wäre der Durchgang. Kann ich von hier aus die Tür öffnen? Ja. So, wo ist jetzt besagter Wein? Wieso habe ich den Bogen nicht ausgerüstet? Vielleicht ist hier niemand. Das ist nur der Kerker. Ach, ich muss der Quest folgen, ne? Bin ich überhaupt? Ja, ich bin im Rathaus. Alles gut. Das ist doch der Keller. Hä? Wir verarschen gar nicht alleine. Jetzt schleiche ich hier mit der Fackel durch die Gegend, ey. Sehr, sehr unauffällig, Zero. Okay. Oh, sehr leicht. Da komme ich doch durch. Wie gut, dass man so viel sieht. Okay, knacken leicht. Aber das ist doch nicht der Keller. Er sagt doch auch eindeutig Keller. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade die Fackeln getan habe, aber egal. Toller Keller ist das hier. Äpfel. Ach, hier ist das auch nicht. Will ich mich verarschen? Hä? Suche im Keller des Rathauses nach roten. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Schlossknacken erhöht. Nice. So. Da haben wir zum ersten der Schlosser. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass du zu Bruch gegangene Dietriche wieder in deinem Inventar landen. Beim Knacken von Schlössern befindet sich der Startpunkt näher am Ende des Schlosses, wodurch es leichter öffnen lässt. Okay. Du kannst betrunken 30% leichter Schlösser knacken, verursachst dabei aber 30% mehr Lärm. Okay, dann nehmen wir geschickte Händchen. Scheiß Bug, ich hoffe, der wird gleich weg sein, wenn ich neu gestartet habe. Okay. Ich bin hier offensichtlich komplett falsch.
Ist aber verwirrend. Das ist doch das Rathaus. Das ist das Rathaus. Man schläft sogar der Tibi. Hä? Ich vermute mal, es gibt einfach einen anderen Zugang. Autsch. Okay, probieren wir es einfach woanders. Kann ich hochklettern? War ja klar. Kommt man hier irgendwo hoch? War ja klar. Ach. Spiel, du machst es mir schwer. Ja, eindeutig. Ich nehme einfach mal an, dass das Rathaus dann auf der, dass der Keller auf der Rückseite ist. Wie komme ich denn da hin? Hä? Hä? Sag mal, verarscht ihr mich? Schwer. Sehr schwer. Hallo. Ich hoffe, ich wecke euch nicht. Schwer müsst ihr noch zu... Der Sound hat mir gar nicht gefallen. Müsste ja noch möglich sein, oder? Ja, schwer ist noch möglich. Wo ist denn der Kackpunkt da? Was ist nicht dein Ernst? Jetzt knacke ich mich hier durch die Weltgeschichte. Kacke. Dir den Punkt. Bin ich jetzt hier richtig im Keller? Ich bin immer noch falsch. Hä? Ich glaube, das ist die verdammte Schenke, oder? Okay, was sagt mir die Quest? Karte. Ey, wie. Was? Suche im Keller des Rathauses nach dem roten. Ich bin hier komplett falsch. Hauptsache, ich knack mich hier durch die Weltgeschichte. Hä? Was soll denn der scheiß Keller sein? Da komme ich nicht durch. So. Guten Tag. Und du bist? Wächter. Okay, das da oben ist doch kein Keller. Ich meine, ich kann es versuchen, ja, aber... Keine Ahnung. Sehr schwer. Es muss da doch... Ein Weg. Verdammt, die Tür war doch gerade offen. Ich sehe keinen Kellerzugang, oder? Das ist die Schmiede. Oh, die Tür ist zu. Ich drehe am Rad. Okay. Das ist ja... Ich meine, mehr Keller geht nicht. Was ein Scheiß. Hä?
Hä? Okay, Freunde. Ich würde sagen, morgen gehen wir das Mysterium Keller nochmal auf den Grund. Ja, mir fällt so. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wohin. Ich war im Rathaus. Aber da ist nichts. Und das hier ist nur der billige Schneider. Und hier bin ich eingebrochen schon. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal. Ich knack mich hier nochmal durch. Komm, das machen wir noch. Wenn schon, denn schon, dann knacken wir wenigstens ein bisschen was und kriegen Level-Ups. Wird zwar wahrscheinlich nicht der Keller sein, aber egal. Wo bin ich denn hier reingeraten? Ich glaube noch ein bisschen. Okay, jetzt schief gehen. Ja gut, auch nichts Großartiges. Wer ist das? Dorfbewohner? Der Vogt! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo hier der Keller sein soll. Ich laufe hier noch ein bisschen rum, suche den Keller und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao!